Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um eine weitere Ankündigung rund um unser Angebot auf unserer Lernplattform. Nämlich, wir haben jetzt auch Veranstaltungen, wir haben jetzt Online-Seminare, man nennt sie auch manchmal Webinare, die wir hier anbieten. Wenn man auf n1.de geht und man scrollt ein bisschen runter an dem Kurs vorbei, dann kommt hier plötzlich eine Zeitangabe und dann auch hier eine Auflistung. Die hat es natürlich erst angefangen, wir befüllen das jetzt mit jede Menge Terminen. Denn ich habe relativ viele Anfragen immer wieder bekommen oder bekomme auch aktuell wieder relativ viele Anfragen. Wann ist denn der nächste Termin für eine Grundlagenschulung? Wann ist denn mal ein Termin für eine EEG-Schulung etc.? Und das ist etwas, was wir bisher gar nicht gemacht haben. Ich habe eher gesagt, ein Stadtwerk kann praktisch unsere Schulungsleistung einkaufen und dann machen wir für dieses Stadtwerk eine exklusive Schulungsveranstaltung. Oder über Partner von uns, kann man auch ruhig mal nennen, über die Campus EW GmbH aus Aachen, haben wir auch für verschiedene Branchenverbände immer wieder Schulungsveranstaltungen und machen da praktisch dann für verschiedene Stadtwerke zum Beispiel eine Schulung, die aber veranstaltet wird von einem anderen Unternehmen, von einem Branchenverband zum Beispiel, von deren Akademie. Aber ich bekomme halt regelmäßig solche Anfragen und mit unserem neuen System, mit unserem neuen Lernportal und E-Commerce kann ich das auch sehr gut abbilden. Hier gibt es dann also so eine Veranstaltung wie hier. Achtung, 5. Mai, das ist nicht mehr lang hin. Also nutzt die Chance, euch anzumelden. Geht hier drauf auf den Termin. Und das ist jetzt noch nicht alles unbedingt hübsch, aber das wird noch ein bisschen hübscher. Wir haben ja erstmal angefangen, dass es funktioniert. Ihr seht dann hier immer Datum und Zeitraum. Was ist der Preis dafür? Ne, für 2 Stunden, in diesem Fall 97 Euro, ist auch weit und weit unter dem Preis, den ich für die Schulung eigentlich veranschlage. Also auch für 2 Stunden, die sind eigentlich deutlich teurer. Ihr kriegt ja so diverse Infos dazu, wo, wann das Ganze also stattfindet. Wir werden auch irgendwann, wenn die Pandemie vorbei ist, wieder Präsenzveranstaltungen machen. Und dann gibt es ja halt eine kleine Beschreibung. In diesem 2-stündigen Online-Seminar sprechen wir über die absoluten Grundlagen der Marko in der deutschen Energiewirtschaft, also Marktrollenaufteilung, Marktregeln, Datenaustausch mit Edifact und ein paar allgemeine Tipps, die halt so in 2 Stunden reinpassen. Und ich glaube, das ist eine sehr, sehr interessante Geschichte, die eben viele Mitarbeiter von Stadtwerken, Energieversorgern, Netzbetreibern und Co. stark interessieren würden. Wie nämlich die Marktkommunikation an sich so funktioniert. Auch ein Thema, zu dem wir regelmäßig Seminare veranstalten. Und ja, hier ist dann halt so das Typische, was man von so einer Veranstaltungswebsite erwarten würde. Ne? Wer sind die Sprecher? Countdown. Ich kann mir eine Kalenderdatei exportieren, kann mir das auch aufs Handy holen und dann hier unten halt ne, Veranstaltung buchen. Also auch wenn ihr hier auf Anmelden geht, werdet ihr nur runtergebracht zur Veranstaltung buchen und dann kann man hier die Ticketanzahl auswählen. Typischerweise also ein Ticket und dann in den Warenkorb legen. Das Ganze ist verbunden mit unserem regulären Shop-System. Wenn ihr also bei uns schon mal einen Online-Kurs oder E-Book in den letzten Tagen gekauft habt, das haben einige von euch gemacht, vielen Dank dafür, dann ist das halt ganz genau so. Dann ist es das in eurem Warenkorb von unserer Webseite. Ihr könnt dann zur Kasse gehen und das ganz regulär über die bekannten Wege, Rechnung, PayPal, Kreditkarte und dann natürlich auch die PayPal-Sachen, die wir hier Sofortüberweisung, SEPA-Lastschrift und so weiter nutzen, auch die Ratenzahlung ist alles da, so wie es regulär bei unseren anderen Produkten auch der Fall wäre. Wenn ihr dann halt nochmal zurückgehen wollt auf die Gesamtansicht, wir haben hier oben jetzt den Menüpunkt Events, egal ob ihr eingeloggt seid oder nicht, der ist dann hier oben zu sehen. Und da gibt es neben dieser Listenaufteilung unter anderem auch die Möglichkeit, das Ganze umzustellen in eine Kalenderansicht. Wartet da mal noch ein bisschen ab im Zweifel, aber schaut immer wieder vorbei. Wir werden hier regelmäßig dann unsere Veranstaltung reinhauen und in den Monaten, in denen dann was stattfindet, habt ihr dann hier so kleine Markierungen drin. Alles klar, hier ist offensichtlich eine Veranstaltung drin. Ich werde dann auch wahrscheinlich die anderen Veranstaltungen, wenn ich das für Branchenverbände und Co. machen, hier mit reinpacken, so als Werbeeffekt, damit ihr im Zweifel euch dort auch anmelden könntet. Ich werde auch dafür bezahlt, daher ist das mir ja egal und Werbung ist, glaube ich, immer gut. Und jedenfalls könnt ihr das dann also nutzen. Wir haben jetzt mal angefangen mit Marktkommunikation und EEG. Ne? EEG ist gerade in der Entwicklung, Osterpaket ist on the way. Und wir wollen hier natürlich auch ein bisschen drüber sprechen, was das bedeutet und wie sich das auswirkt. Und auch hier ist es einfach mal eine 2-Stunden-Veranstaltung. Wir werden sowas regelmäßig machen. Wenn es jetzt gerade nicht passt, zu kurzfristig ist, keine Sorge, kommt einfach wieder. Immer dann natürlich eine aktuelle Variante. Und wir werden auch andere Formate anbieten, also längere Schulungsveranstaltungen, mal 4 Stunden, mal einen ganzen Tag zu irgendwelchen Themen. Und einfach mal gucken, wie bei euch so die Rückmeldung ist. Nicht wundern, ich werde das sicherlich dann auch regelmäßig hier auf YouTube mal positionieren, weil das ist natürlich unser Marketingkanal. Und ansonsten
bleibt halt regelmäßig auf n1.de und schaut euch an, was wir im Kalender dort zur Verfügung stellen. Und da findet ihr dann immer unser aktuelles Seminarplanungskontingent, ne? Also was würde stattfinden, wo kann ich mich praktisch anmelden. Davon vollkommen unabhängig ist natürlich trotzdem, dass ihr eine Veranstaltung für euer Haus auch bei uns einkaufen könnt. Das ist ja unser klassisches Thema. Wir haben Seminarangebote und ihr wollt was haben, kauft euch das halt bei uns ein und dann kriegt ihr eine exklusive Veranstaltung. Wir werden vermutlich hier auch noch über das gleiche System Termine dann zur Verfügung stellen, die ihr praktisch reservieren könnt für eine Schulung, die dann bei euch stattfinden soll oder für euch über Teams, Zoom oder was auch immer stattfinden soll. Das wird auch noch kommen. Also wir entwickeln hier jede Menge weitere Funktionen für unser neues Portal. Das ist ziemlich cool. Wird auch von euch ganz gut angenommen. Also wir haben hier wirklich einige neue Kunden über die letzten Tage gewonnen. Bisher auch nur gutes Feedback. Und ich sehe auch, ihr arbeitet euch durch die Kurse durch. Wunderbar. Wer bisher noch nicht wieder drauf war, wer jemals bei uns einen Kurs oder E-Book gekauft hat, hat einen Zugang hier drauf. Mit eurer E-Mail-Adresse, die ihr damals verwendet habt über Digistore24. Ihr habt hier einen Zugang. Ihr habt hier einen Benutzer drauf. Und könnt euch einloggen. Wenn ihr das nicht mehr wisst, geht oben auf Login und geht dann auf die Passwort-Vergessen-Funktion. Dann kriegt ihr auf eure E-Mail, die ihr hier hoffentlich dann eingegeben habt, kriegt ihr entsprechend die Rückmeldung, wie ihr euer Passwort zurücksetzen könnt. Okay, so wird also die Info. Wir haben jetzt eine kleine Kalenderfunktion auf unserer Webseite. Da sind ein paar erste Veranstaltungen drauf. Das werden noch deutlich mehr. Ihr könnt euch hier einbuchen auf unsere Seminare. Ihr kriegt dann nach dem Kauf den Link auf zum Beispiel Teams. Dann ist das ein Teams-Termin. Ihr könnt euch den genauso gut ja dann auch abspeichern als Kalendereintrag. Und dementsprechend ist es, glaube ich, eine coole Geschichte, hier also teilnehmen zu können. Wenn Teams bei euch nicht funktioniert, ihr wollt trotzdem teilnehmen, schickt dann nochmal ein extra Mail über halt, das Kontaktformular oder über info@energiewirtschaftseinfach.de und sagt Bescheid, dann kriegt ihr einen separaten Zoom-Termin. Das können wir auch parallel alles machen, da geht die Welt von nicht unter. Okay, alles klar. Ansonsten, ja, schaut euch das gerne mal an. Habt ihr irgendwelche Fragen, Ideen, gerne auch Themenvorschläge für solche Veranstaltungen, dann gerne unten in die Kommentare schreiben. Und ansonsten immer, liked das Video, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr auch die nächsten Videos nicht verpasst. Und geht mal auf n1.de, da gibt es jede Menge tolle Angebote für Weiterbildungsmöglichkeiten in der Energiewirtschaft. Alles klar, bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.